Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter in Sachen Wald, erstmal herzlichen Dank für die Einladung, zu dieser wichtigen Fachtagung Wald im Klimawandel sprechen zu dürfen. Ich würde es heute gerne mal etwas dringender machen und das mache ich auch. Im Wald ist es nicht 5:12 Uhr, es ist 12. Und was wir dort draußen sehen, das widerspricht allem, wirklich allem, was in irgendwelchen Broschüren steht, was in irgendwelchen Waldprogrammen steht. Denn draußen erleben wir aktuell die größten Kahlschläge seit vielen Jahrzehnten, die heftigsten Bodenbearbeitungen seit Jahrzehnten, die heftigsten Gesetzesverstöße seit Jahrzehnten. Also der Wald ist momentan ein schlechter Ausweis der Forstwirtschaft. Und es wird auch häufig mit Argumenten gerungen, wo ich nur den Kopf schütteln kann. Also beispielsweise, der Wald habe es nicht mehr drauf als Ökosystem. Die Natur sogar generell habe es nicht mehr drauf. Ohne Försterinnen und Förster könnte der Wald nicht überleben, was natürlich meint, ohne Holzeinschlag könne der Wald nicht überleben. Ohne die Neuanlage von Plantagen könne der Wald nicht überleben. Ohne einen neu gebauten Wald könne dieses Ökosystem nicht überleben. Und wir sehen gerade draußen, wozu das führt. Denn das sind ja alles menschengemachte Wälder, die jetzt absterben. Sowas wie hinter mir hier, diese schönen alten Laubwälder, Buchenwälder genannt und dann häufig mit Monokultur gleichgesetzt. Das trifft es natürlich hier gar nicht. Also in dem Fall ist es Buche, Eiche, Hainbuche, Weißtanne, Ahorn und so weiter. Eine bunte Mischung. Und diese alten, nahezu intakten, das sind ja alles bewirtschaftete Wälder, Laubwälder, sind noch relativ gut durch die aktuelle Klimakrise gekommen. Und je naturferner der Wald ist, desto schlechter ist das Gesamtbild bis hin zu den großen absterbenden Fichtenplantagen. Und die bekommen eben den letzten Todesstoß, indem sie kahlgeschlagen werden und maschinell der Boden so weit gestört, teilweise zerstört wird, dass eine künftige Waldgeneration es dort sehr, sehr viel schwieriger hat. Was ist zu tun? Vielleicht vorneweg. Holzwirtschaft, Forstwirtschaft ist wichtig. Holz ist ein toller Rohstoff. Ich persönlich liebe ihn total. Aber wir nutzen viel zu viel. Und dort draußen in den Wäldern findet das Ganze mehr oder weniger unkontrolliert statt. Und jetzt könnte man widersprechen und sagen, Moment, wir haben doch Forstbehörden. Ja, aber solange die Forstbehörden zu den größten Marktteilnehmenden gehören, die größten Holzverkäufer sind, die größten Dienstleistungsgeber, solange findet dort draußen de facto keine echte Kontrolle statt. Und das muss sich ändern. Also für Bund und Länder wäre mein großer Wunsch, erstmal Hoheit und Wirtschaft zu trennen, und zwar richtig, nicht in solchen Pseudo-Landesbetrieben. Sorry, ich muss es mal so sagen. Wir brauchen justiziable Gesetze und nicht wachsweiche Formulierungen wie ordnungsgemäße Forstwirtschaft, solche Dinge. Wir brauchen ein Primat des Waldes. Also der Wald muss im Vordergrund stehen. Ohne Wald nützt die beste Forstwirtschaft nichts, weil wir nichts ernten können. Und diese Dinge sollten eben geklärt werden, getrennt werden. Wir brauchen bessere Standards. Wir brauchen einen anderen Fokus. Es geht ja häufig gar nicht mehr um Holz. Es geht um Klima, es geht um Wasser, um diese ganzen Dinge. Es geht um Artenvielfalt, häufig vergessen. Und ja, wir brauchen auch mehr Forschung. Wir brauchen mehr Teilhabe der Bevölkerung. Die wünscht sich in vielen Fällen, wenn man mal nachhört, oft ganz andere Dinge. Und wir müssen insgesamt demütiger damit umgehen, was wir von diesem Ökosystem wissen und was nicht. Also wenn man schaut, dass wir den größten Teil aller Lebewesen in diesen Wäldern überhaupt noch nicht kennen, geschweige denn wissen, was sie dort tun, solange haben wir Wald nicht richtig verstanden. Und ich würde gerne wieder dahin zurückkommen, dass wir sagen, der Wald kann es am allerbesten alleine. Das macht er im Amazonas, das macht er in Sibirien. Und wenn wir ihn nutzen, dann so vorsichtig, dass wir dieses Gefüge so wenig wie möglich stören. Und das müssen wir eben besser monitoren. Durch Fernerkundung, Möglichkeiten haben wir heute dazu genug, indem wir uns da vorsichtiger rantasten und im Zweifelsfall mehr Biomasse für das Waldökosystem selber lassen. Denn nochmal, das braucht es für sich selber, um sich zu stabilisieren. Und wenn wir das zu stark zur Ader lassen, dann sehen wir genau das, was wir aktuell auf großer, großer Fläche draußen haben. Also, ich wünsche mir mehr Vorsicht, bessere Kontrollen, bessere Gesetze
und eine breitere Mitwirkung der Bevölkerung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen fruchtbare Diskussionen.